Was passiert jetzt, wenn wir Siegesrunde fahren? Wollen wir es wissen? Ach ja, komm, wir wollen es wissen, oder? Oh. Falsche Seite. Sekunde. Ach, ich schon meine Haare, ne? Meine Haare sind heute auch on fleek. Siegesrunde, komm. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Sie ist ja unsere Freundin, ne? Auch wenn sie ein bisschen nervt, aber sie hat ja trotzdem gesagt, so, ich werde dich vermissen, Abby und sowas. Ich gehe von aus, wir sind Freunde, deswegen sind wir mal unterstützend. Weißt du was? Das kann ich mir vorstellen. Abby, war das ein Kompliment? Dein Charme ist ansteckend. Was soll ich da noch sagen? Ich wäre dabei. Ja, bitte. Wenn du zu Hause bist, folg mir und schmetter den Like-Button. Und denk ans Teilen. Okay, ich bereue es jetzt schon. Nein, du liebst mich. Mein Lieblingsplatz. Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Ist das Rauch? Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus. Ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreist. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Also Nick und Abby erinnern mich jetzt, wenn ich das so mitkriege, ne? Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also... Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Okay, Dylan ist ein Idiot. Ist okay, ich besorg mir den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Eh... Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochheben. Oh, hier, lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich, also das wäre kein Ding. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Danke. Cool. Anstupsen? Wen? Ich stupse! Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Danke. Ja, hier! Bitte! Nimm meine Tasche! Ja, manchmal ist es ein bisschen undurchsichtig, wen ich jetzt wie, wo, was machen soll. Okay, um es nochmal ganz kurz zu sagen, dass Abby und Nick mich so ein bisschen an Ashley und Chris erinnern. Die haben ja auch es ewig nicht auf die Kette bekommen und waren ja dann so am Ende so, oh mein Gott. Also, ich bin sehr gespannt. Ich hasse es, wenn irgendwo Fragezeichen sind. Unter den Kaninchenbau. Okay, vergebliche Mühe. Das ist schon cool gemacht, so, ne? Mit den Videokassetten-Dingern so. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema?
abwehrend, lass andere in Frieden, freundlich. Geht's um mich? Geh mal von aus, dass die alle Kumpels sind irgendwie. Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Okay, wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre, holt euch den Look und mieft wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Kennst du etwa nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Omi! Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern. Und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Cooler Story, wir haben Omi Bro. Schon gesehen. Wie guckt denn er? Er guckt schon so ein bisschen so. Defensiv, besser als deine, unterstützend, er hätte die Kids sehen sollen. Achso, er verteidigt jetzt Ryan gegen Jacob, ne? Ohne Scheiß, Leute, ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen, gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen, der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt dir da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. Age. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. Age. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. Age. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Ich mal kurz an die Ladestation. Ich brauch ein paar Tunes für unterwegs. Nein, geht nicht. Müssen wir unser Handy jetzt laden, ganz dringend? Ich meine, wir haben hier keinen Empfang. Komm, wir sind genervt. Bitte, das ist super und cool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Okay. Verdammt. Hätte ich doch verständnisvoll nehmen müssen. Darf mein Handy nicht laden, scheiße. Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen... Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, okay. Oh, sorry. Hallo? Bin neugierig. Ich muss aufpassen, sonst... Die sind bald weg von hier, okay? Du machst es aber ganz schön knapp. Wir wollen noch... Kein Grund für so einen Stress, okay?
Es wird schon alles gut gehen. Bobby und ich sind bereit. Wenn er in der Gegend ist, kriegen wir. Das hält uns doch nur auf. Nein, sollte ich das? Er meldet sich nicht. Wenigstens ist er nicht im Weg. Apropos, je länger ich hier telefoniere, desto länger dauert es, bis ich die Kids los bin. Ja, aber klar, adios. Sorry, ich wollte nicht lauschen. Ich habe nur gewartet. Also ich meine, ich habe gehört. Ich habe nichts verstanden oder so. Alles cool, Champ, bloß komm rein. Sorry, das Rausschicken tut mir leid. Chris ist von dir enttäuscht, okay. Kann ich helfen beim Schlüssel suchen? Nein, Ende des Sommers, bisschen busy. Also was, du wolltest was fragen? Oh, ja, es war wegen der Animationsschule. Was denkst du, sollte ich tun? Richtig. Also, lasse ich dann besser meine Schwester bei meinen Großeltern, wenn ich auf dem Campus wohne? Meine Mom ist eigentlich nie da und dann ist Sarah ganz allein. Unsere Familie ist eh schon so klein. Familie ist sehr wichtig, Ryan. Ist bei dir alles okay? Heißes Date heute Nacht? Oh Mann. Hast du eine Ahnung? Also, was wolltest du von mir? Ich finde, du bist super als Betreuer, Ryan, weißt du? Einer von den Guten. Aber... weißt du, wie viele Eltern mich anrufen? Sie kriegen Briefe von ihren ängstlichen Kids. Die wollen heim. Das war mir nicht klar. Versteh doch, zahlen die Kids vom Sommercamp zu vergraulen, ist schlecht fürs Business. Also bitte, spar dir die Gruselstories. Okay, also wir haben Gruselstories erzählt und daraufhin wollten die Kinder nach Hause und die Eltern haben sie abgeholt und wollten das Geld zurück. Okay. Sorry, dass es so ernst ist. Wusste ich nicht. Keine deiner Handlungen bleibt ohne Folgen. Das muss dir bewusst sein als Betreuer, als Leader. Ja. Singt doch schön Kumbaya zusammen, okay? Was ist das? Ja, kennt ihr denn Kumbaya nicht mehr? Gibt's nicht. Ich werde älter als meine eigenen Klischees. Sag schon, Chris, was ist los? Ich will euch nur in Sicherheit wissen, bevor die Sonne untergeht. Sie will uns in Sicherheit wissen. Wieso? Es wird dunkel, Ryan, und dann sind die Straßen gefährlicher. Und Sicherheit ist der erste Schritt zum Spaß. Mhm. Gib mir eine Minute. Das macht keinen Sinn. Guter Gott, verdammt, wo sind Sie? Grüßt du bitte auch Caleb und Kelly von mir? Die sind einfach gegangen. Ach, du siehst sie doch nächstes Jahr. Caleb arbeitet am Shortplatz außerhalb der Saison und Kaylee weiß noch nicht so recht, was sie will. Hat ja noch ihr Leben vor sich. Die beiden kommen und gehen einfach, wie sie wollen. Teenager, habe ich recht. Eigentlich hätten wir sie beim Packen gebraucht, weil Leute fehlen. Hey, ihr kommt doch gut zurecht. Aber ich sag den beiden, dass du sie vermisst hast. Ich stehe am Van, pack sie in meine Hose, komm ins Office. Ah, oh, da sind sie. Aha. Jetzt aber zack ich. Er wollte uns offensichtlich ja jetzt schnell loswerden. Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln.
Wie kommt es, dass du dein Phone wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elf. Ah, das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit! Komm okay, schon, komm Alter, schon. Chill! Chill, Alter! Verdammt! Ich sagte doch, ihr Kids sollt alles checken! Haben wir. Es sollte funktionieren. Tja, von könnte und sollte haben wir jetzt aber nichts, oder? Was ist denn der jetzt so? Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Er ist so komisch. Er guckt doch schon so skeptisch. Warte, wir dürfen nicht rausgehen bis zum Morgen. Wieso? Wo gehst du hin? Ryan, ich bitte dich, vertrau mir. Ich vertrau dir auch. Kannst du das? Nee. Schließ die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Das sind Teenager, du Vollidiot, als ob die auf dich hören würden. Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich. Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen. Bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Wir werden so oder so nicht reingehen, ne? Da kann man neugierig sein. Was soll das werden? Kein Mr. Hackett oder kreischende Kids. Nur ein Haufen Erwachsene, bereit mal so richtig, die Sau rauszulassen. Oh, geile Idee! P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter! Emma's not amused. Fuck ja, yeah, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob's zur Diskussion steht. Ja, yeah, okay. Was sagst du? Ja, klar.
Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Er wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Eben. Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding. Okay, ja. Yeah. Nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Na gut. Party. Schön. Ja. Ja. Aber ich sag euch eins, ich halte das für eine wirklich miese Idee. Oh mein Idee. Gott, Alter. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Das wird ganz chillig. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's. Und Ryan? Was macht der? What the fuck? Okay, Jagdsaison. Omi! Ich hab gehofft, dass du zurückkommst zu mir. Hallo! Lass sehen, was du hast. Die Mäßigkeit. Das heißt Balance. Ausgewogenheit und Ausgleich. Oder du schwelgst in Exzessen. Mäßigkeit. Du hast die Wahl. Aber merke dir, manchmal führt Mäßigkeit zum Gewinn in deiner Zukunft. Ich kann dir noch mehr zeigen, wenn du willst. Ja, bitte. Ja, please, bitte mehr. Darauf habe ich gehofft. Du gehst besser los. Es ist noch früh und der Mond scheint hell, aber die Zeit wartet nicht. Nicht auf die, die erzählen wollen. Sei wachsam. Gib gut auf dich Acht. Und suche nach meinen Karten. Okay, machen wir, Omi. Fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet Jacob.
Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran. Was ist mit der? Schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Nein, wir treten die nicht ein. Na bitte! Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Wir haben ihn ja abserviert. Hat auch ewig gedauert. Nun, sie ist offen, oder nicht? Schon okay, ist ja kein Rennen. Okay, also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Echt jetzt? Beep, was ist mit dem? Was ist das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja. Oh. Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Hier. Einfach ein Loch einschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oh. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine Teenager. Und sehe mich nach mehr Partykram um. So. Ihr Lieben. An der Stelle mache ich für heute Schluss. Ich habe noch einiges zu erledigen. Ich muss noch viele Dinge heute tun, deswegen ich schaffe es jetzt leider nicht mehr aufzunehmen. Das waren jetzt die ersten 2 Stunden so ungefähr von The Quarry, die ich aufgenommen habe, Kapitel 1 und den Prolog. Und wir machen beim nächsten Mal hier an dieser Stelle weiter und finden den Partykram. Und ja, ich bedanke mich erstmal bis hierhin bei euch fürs Gucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns dann morgen wieder. Ich weiß nicht, wann ich weiter aufnehme, aber wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.